Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Dirt 4. Heute schauen wir uns mal an, bei welcher Rallye wir nochmal mitfahren möchten. Wir könnten nach Wales unter anderem mal gehen. Na, und das ist tatsächlich eine Rallye, die ich in Dirt Rallye immer wieder mal etwas ungerne gefahren bin, weil sie mich durchaus mal gerne aus der Bahn geworfen hat. Und wir können uns hier sogar unsere Rallye-Klasse aussuchen. Und wir können auch mit den R5-Fahrzeugen fahren. Mal schauen, ob wir uns eins kaufen können. Das wäre natürlich der absolute Hammer. Ja, eigentlich 150.000 für ein Fiesta muss drin sein. Und den holen wir uns. Wie gesagt, ich bin ein ziemlicher Ford-Fan geworden in letzter Zeit. Und wir brauchen eine größere Anlage. Okay. Ja, so langsam aber sicher reizen wir unsere ganzen Kapazitäten aus. Anlagen. Ah, okay. Hier. Forschung und Entwicklung. Das können wir auch upgraden. Okay, cool. 120.000 Credits. Also dafür braucht man auf jeden Fall auch noch einiges an Kohle. Ja, nicht nur für Fahrzeuge. Aufenthaltsraum. 5% weniger negative Wesenszüge. Garagenerweiterung kaufen wir uns erstmal. Ist eigentlich egal, wie wir leben. Das Wichtige ist, dass wir mehr Garagenplätze haben. Zur Not schlafen wir einfach in der Garage. Ist auch cool. Ich hoffe, bei der größten Garage passen dann auch wirklich alle Fahrzeuge rein, weil mich das immer bei anderen Spielen stört, dass man irgendwann einfach auch mal ja, keinen Platz mehr in der Garage hat. Und das heißt, tja, Pech gehabt. GTA Online ist ein tolles Beispiel dafür. Aber meine Fresse, sieht das Ding schön aus. Der ist ja echt richtig, richtig schick. Vor allem auch mit der Farbgebung finde ich den einfach auch ziemlich schick. Ansonsten Marken und Sponsoren. Da schauen wir mal, ob wir mittlerweile einen zweiten Slot freigeschaltet haben. Denn eventuell können wir da ein bisschen mehr Kohle aus dem nächsten Rennwochenende rausholen. Wobei wir wissen nicht, ob es am Wochenende stattfindet. Vielleicht auch in der nächsten Woche einfach. Ja, bei den nächsten Events können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Kohle rausholen. Und deswegen schauen wir mal, was hier Sache ist. Vielleicht passe ich auch mal die Farbe nochmal minimal an. Denn das wirkt so ein bisschen mehr Neongelb als das Gelb, das ich gern hätte. Ja, es kommt drauf an. Von hier aus sieht das Gelb extrem gut aus. Ansonsten 51,48 habe ich hier gerade. Und das Hellblau. Dem gehen wir auch nochmal zwei Klicks nach rechts, ganz oben. So, und ich glaube, es sieht jetzt noch ein bisschen mehr nach der klassischen Renault 2005-2006 Lackierung aus. Und wir bräuchten eine größere Anlage, Sponsoring-Anlage. Okay, alles klar. Ansonsten das PR-Talent von unserem PR-Tübi hat sich ebenfalls schon ein bisschen verbessert. Der ist jetzt bei 22. Ja, hoffen wir, dass der bis zum nächsten Sponsorendeal vielleicht bei 90 ist. Naja, gut. Bisschen hochgreifen darf man ja. Sponsorenerwerb. Moment mal, muss ich hier von klein auf anfangen oder darf ich hier auch direkt schon... Okay, ich darf auch direkt schon Rang 10 nehmen. Ja gut, dann warten wir noch, bis wir Level 18 sind und holen uns dann direkt... Wobei, so viel kostet das nicht, ne? Also 40.000, das kriegen wir sicher irgendwie noch rein, bis wir Level 18 sind. So, dann gehen wir nochmal schnell zu Marken und Sponsoren. Jo, ansonsten, Wales ist eine ordentliche Piste mit viel Schotter, groben Schotter. Und da hat man tendenziell auch wieder das gute alte schöne Untersteuern, was ich gerne mal angesprochen habe. Und ja, da ist es auch immer wieder ein bisschen regnerig. Hoffentlich ist es nicht allzu nebelig, denn das war die Schwierigkeit, die uns letztens erst ereilt ist. Und ich sehe, wir haben gar keinen Sponsoren mehr. Ist der Vertrag hier schon ausgelaufen? Okay, wir könnten uns die hier zulegen. Da ist die Beziehung auch schon gut. Da bekommen wir wahrscheinlich mehr Kohle für. So, ansonsten euch schnappen wir uns wieder. Ich meine, wir verstehen uns sowieso ganz gut. Ja, dann nehmen wir
Nehmen wir einfach die, die uns am meisten zahlen. Hier, Reiger Suspension. Angebotsqualität D haben wir hier noch, 1725. Aber das wird jetzt, glaube ich, ordentlich Ziele geben von den ganzen Sponsoren. Und Thrustmaster nehmen wir auch noch drauf. Markenkonflikt. Ach so, oh, cool. Das ist auch geil, dass an sowas gedacht wird. Ah, geil. Ja, gut. Damit sieht das Auto auch nicht so leer aus. Finde ich auch echt wieder angenehm, dass das Auto ein bisschen jetzt voller ist. Irgendwann haben wir vielleicht dann auch Monster und Co. Wobei ich glaube, das gehört so ein bisschen der Vergangenheit an, dass ja so sehr auf Ken Block und andere Persönlichkeiten da gesetzt wird. Finde ich auch andererseits ein bisschen schade, weil das war ja durchaus etwas, was schon ganz cool war. Dirt 2 war, denke ich, schon ein ziemlich geiles Spiel. Für die damalige Zeit vor allem super. Ich habe letztens erst einen Livestream bei Michel von P1TV geguckt. Der hat Dirt 2 gespielt. Das sah sogar mit der YouTube-Komprimierung dann nochmal, weil ihr wisst, YouTube-Qualität, Videoqualität hin oder her. Das sah selbst da ziemlich, ziemlich gut aus und ja, bis jetzt eigentlich eine Top-Grafik. Da habe ich geschaut, okay, wie viel kostet ein Key? Denn bei Steam kann man es nicht mehr kaufen. Und ein Key kostet einfach mal 50 Euro aufwärts. Ja, super. Ich hoffe, dass nach dem Hype von Dirt 4 die Key-Preise wieder sinken. Dass sich manche gedacht haben, hey, wir heben jetzt die Preise mal an, weil das neue Spiel rauskommt. Und dass sie die dann wieder senken werden, wenn die sehen, okay, keiner kauft das Game. Schließt er das Event als Erster ab. Mit 12 Sekunden oder weniger Strafe. Mindestens eine saubere Wertungsprüfung ablegen und eine Wertungsprüfung gewinnen. Fassen wir zusammen, eine Etappe gewinnen und gewinnen. Und ohne Start, hier, Strafen fahren. Gut, ansonsten sind wir in der schnellsten Klasse, würde ich mal sagen. Mal eine kleine Testfahrt machen. 5, 4, 3, 2, 1, los, Kuppe. In rechts 6, links 6, offene Kehre links, Innenhalt, nicht schneiden. 60 über Kurve, 80. Über Welle, sofort offene Kehre rechts, Innenhalt, rechts 6. Eieieiei. Ja, ist nämlich schon ein bisschen ungewohnt. Das Ding hat viel mehr Power. Links 6 über Kurve. Links 6 über Welle. Rechts 3. Links 6 über Kurve. Durch Tor. Rechts 5 über Kurve. Links 3. Na, nicht schneiden. Rechts 3 über Kurve. Eieiei. Durch Senke. 60. Okay, ich merke, dass ich Probleme mit dem Bremsen habe. Das ist aber auch echt interessant. Bei Dirt Rally hatte ich kein einziges Mal Probleme mit dem Bremsen. Links, ich glaube, bei Kurve. Sebastian Löb Rally Evo hat sich das erst so ein bisschen gebildet bei mir, dass ich beim Bremsen immer ein bisschen übersteuern hatte und das wirklich so, dass es direkt reinkickt und dir das Auto einfach unterm Poppes wegzieht. Okay, schauen wir mal ganz kurz. Ja, was kann man denn da unter anderem machen? Ich überlege gerade, ich glaube, die Federrate hinten kann man da ein bisschen erhöhen. Gut, das ist jetzt auch natürlich die Frage. Bei Assetto achte ich irgendwann nicht mehr drauf, wie die Werte sich verändern, sondern da weiß ich, okay, rechts, da hast du wahrscheinlich ein bisschen weniger Probleme beim Anbremsen und so. Okay, gut, Bremskraft. Ja, ein bisschen niedriger mal einstellen. Mit dem Controller kann man das nicht so gut dosieren. Das Differential vielleicht ein bisschen weicher einstellen. Gut, beim Getriebe kann ich noch nicht so viel machen. Ansonsten eine etwas härtere Front vielleicht. Okay, das geht einfach direkt ins Extrem. Na gut, probieren wir es mal so. Minimale Anpassung. Kurz nochmal antesten. Dann können wir auch gleich in die Etappe springen. 5, 4, 3, 2, 1, los. Kuppe. In rechts 6. Links 6. Offene Kehre links. Innenhalt. Nicht schneiden. 60 über Kuppe. 80. Oh, ich tue mich so schwer mit dem.
Ich möchte den schönen Fiesta aber auch nicht kaputt machen. Über Welle. Sofort auf der Kehre rechts. Innen halten. Rechts 6. Links 6. Über Kuppe. Links 6. Über Welle. Rechts 3. Okay, ich könnte mich ein bisschen übernommen haben mit dem Fiesta. Zumindest für die frühe Phase. Okay, ich tue mich gerade ein bisschen schwer. So, das hat es absolut nicht besser gemacht. So, probieren wir es doch mal so. Ist jetzt noch sehr... vorsichtig, sehr vage. 3, 2, 1, Luft, Kuppe. In rechts, 6. Links, 6. Offene Kehre links. Innen halten. Nicht schneiden. 60 über Kuppe. 80. Na, okay, ich bremse auch an der Stelle einfach zu wenig, merke ich. Über Welle. Sofort offene Kehre rechts. Innen halten. Rechts, 6. Ich glaube, der liegt jetzt ein bisschen stabiler. Links 6 über Welle. Rechts 3. Links 6 über Kuppe. Durch Tor. Könnte auch sein, dass ich einfach ein bisschen zu viel will. Ich achte auch nicht wirklich auf die Ansagen, sondern ich versuche einfach nur die Kurve gerade gut zu kriegen. Links 3. Nach Mittelstein. Rechts 3 über Kuppe. Durch Senke. 60. Durch Tor. Durch Senke. Links 3. Kuppe. Okay, ich möchte aber auch eine härtere Front haben, bitte. Deswegen werde ich da auf jeden Fall die Federung ein bisschen härter einstellen. So, war zwar der langsamste Lauf, aber im Moment ist es eh nicht so repräsentativ. Ich werde ein bisschen vorsichtiger hier fahren tatsächlich. Also, selbst wenn es dann nicht der Sieg sein sollte, ich möchte ein etwas saferes Ergebnis einfahren. Gut, dann würde ich sagen, Wertungsprüfung starten und... Toi, toi, toi. Die Streckenrally ist gut gelaufen. Sollte ein gutes Rennen werden. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Luft, Kuppe. In rechts, 6. Links, 6. Offene Kehre links. Innen halten. Nicht schneiden. 60 über Kuppe. 80. Über Welle. Sofort offene Kehre rechts. Innen halten. Rechts, 6. Oh, jetzt ist die Front fast schon zu direkt. Links, 6. Über Kuppe. Links 6, über Welle. Rechts 3. Links 6, über Kuppe. Durch Tor. Rechts 5, über Kuppe. Links 3, lang, nicht schneiden. Rechts 3, über Kuppe. Durch Senke, 60. Heidewitzka, was war das denn jetzt? Durch Tor, durch Senke. Links 3, Kuppe. Rechts 3, lang, Kuppe. Links 5, 80. Kuppe, Senke, rechts, 6. Rechts 4, über Kuppe. Durch Senke, mittig halten, über Kuppe. Rechts 6, in links 2, lang, macht auf. Über Kreuzung, nicht schneiden, 60. Links 6. Rechts 4, links 3. Mittig halten, über Kuppe. Rechts 4, über Wellen, nicht schneiden. In links 2, 60. Kuppe, Senke, rechts, 6. Rechts 4, über Kuppe. Durch Senke. Mittig halten, über Kuppe. Links 6, durch Senke. Links 4, über Kuppe, durch Senke. Links 6, mittig halten, über Kuppe. Links 6, über Kuppe, Spritzwasser. Links 6, über Welle. Rechts 3, links 6, über Kuppe. Durch Tor. Links 6, über Kuppe. 2, über Kuppe, nicht schneiden. Rechts 5. Links 6, 80. 80 durch Senke. Immerhin die 2 nicht geschnitten. Mittig halten, Übersprung, runter. Links 6, durch Senke.
Links 4, über Kuppe. Durchsenke. Links 6, mittig halten, über Kuppe. 60, Kuppe senke. Rechts 6, rechts 4, über Kuppe. Durchsenke, mittig halten, über Kuppe. Durch Tor, durchsenke. Links 3, Kuppe. Rechts 3, lang, Kuppe. Links 5, 60. Ach, komm schon. Komm schon. Mittig dämliches halten, Heck. Über Kuppe. 80, durchsenke. Mittig halten, Übersprung, 100, Kuppe senke, rechts, 6. Rechts 4, über Kuppe, durchsenke, mittig halten, über Kuppe, links 6, durchsenke, bis Ziel. Alles klar, langsam für den Marshall. Der 9. Platz, naja, 15 Sekunden Rückstand. Ja, das ist der erste Rallye-Versuch, deswegen... Okay, wir sind fertig. Die Platzierungen wurden aktualisiert. Ich habe ja schon ein bisschen die Erwartungen runtergeschraubt, noch bevor wir losgefahren sind. Ich bin einigermaßen zufrieden. Ja, eventuell war es ein bisschen zu hoch gegriffen jetzt für den Anfang, R5 direkt halt schon zu fahren. Ich glaube, heute Nachmittag, da fahren wir nochmal Rallycross. Da werden wir nochmal den Fiesta, den anderen Fiesta austesten. Und dann können wir heute Abend nochmal vielleicht uns in einer Folge... Moment, ich muss mal gerade überlegen, wie es ausschaut von den Folgen her. Nee, Moment. Rallycross war schon heute. Heute Abend wird es nochmal Rallycross dann geben. Und morgen schauen wir uns da mal Rally nochmal an mit normalen Fahrzeugen, also mit Fahrzeugen, die ein bisschen humaner zu steuern sind. Sage ich immer so. Gut, ansonsten, 9. Platz ist auch nicht schlecht. Ja, wir sind das im Mittelfeld. Helfen, falls du mehr Autos in der Garage haben willst. Was sollte helfen? Es wird schon irgendwie klappen. 5, 4, 3, 2, 1, Luft. In links 6, durchsenke. Rechts halten, über Welle. Links 6, rechts 5, links 5, über Welle. Achtung, Kuppe, rechts 1, links 4. In links 6, durchsenke. Links 4, über Kuppe, nicht schneiden. In links 6, durchsenke. 100, rechts 2, links 3, rechts 4. In offene Kehre links, lang, durchsenke, nicht schneiden. In rechts 6, links halten, über Kuppe. Rechts 5, 60. Links 6, über Kuppe. Links 6, über Welle. Oh mein rechts Gott. 3. Oh Mann. Links 6, über Kuppe. 150. Ich dachte, das wäre safe. Links 5, links 3, über Kuppe. Rechts 6, über Kuppe. 60. Links 6, über Kuppe. 2, über Kuppe. Rechts 5. Links 6. Mittig halten, über Kuppe. 80, durchsenke. Mittig halten, Übersprung. 60, rechts halten, über Kuppe. Links 3, rechts 4. In links 6, 130. Das ist für euch rechts halten? Sofort auf der Kehre rechts, innen halten. Das war eine Rechtskurve. Rechts 6. Links 5. Rechts 4, über Kuppe. Links halten, durchsenke. Rechts 2, ah, durchsenke. Dammit. Links 3, nicht schneiden. Links 5. Rechts 4, über Kuppe. Links halten, durchsenke. Rechts 2, durchsenke. Links 3, nicht schneiden. 100, Kuppe, sofort. Rechts 2. In links 1. Rechts halten, über Kuppe. In links 2 lang. Achtung, Kuppe, sofort, rechts 1, nicht schneiden. In links 6, durchsenke. Links 4, über Kuppe, nicht schneiden. In links 6, durchsenke. 100, links 5, nicht schneiden. Rechts 3, 90 Grad rechts, rechts 4. Links 5, nicht schneiden. Rechts 2, links 3, rechts 4. In offene Kehre links, lang, durchsenke, nicht schneiden, in rechts 6, links halten, über Kuppe. Rechts 5, rechts 6, links 4. Okay, in einem Teilabschnitt schon mal rechts die Bestzeit. Drei, links 6, über Kuppe. Es geht besser auf. Links 3, Kuppe, nicht schneiden, rechts 3, lang, nicht schneiden, Kuppe, links 5, links 3, durchsenke. Mittig halten, über Kuppe, 60.
In offene Kehre, rechts, lang, nicht steigen. 60 durch Senke. Links 3 über Kutter, 80 bis Ziel. Könnte es ein Etappensieg sein? Okay, fahr zum Marshall. Okay, voll die Karre dran gesetzt. Kein Problem. Wir haben nämlich... Alter, das kam jetzt unerwartet. Wir haben einen Etappensieg. Nicht schlecht, aber auch keine Verbesserung in der Tabelle. Wie jetzt keine Verbesserung in der Tabelle? Wir sind auf der 2, Mann. Oder? Moment, Wertungsprüfung. Oh, Wertungsprüfung Platz 2. Aber in der Tabelle sind wir auch nach oben gekommen. Ich meine, von 9 auf 7, es ist eine Verbesserung, Mensch. Hat er bei Mathe nicht aufgepasst? Naja, wie dem auch sei. Gut, sehr schön. Leute, der 2. Platz in der Etappe. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich glaube, der Abstand links oben bezieht sich immer auf den aktuellen Führenden der Gesamtrallye. Und davon habe ich mich gerade blenden lassen. Deswegen dachte ich auch, wir hätten die Etappe gewonnen. In der Etappe sind wir aber 2. geworden. Und das ist trotzdem schon mal ein großer Zwischenerfolg. Und ich merke so ein bisschen, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu viel möchte. Und dass ich das Fahrzeug halt nun mal ein bisschen überstrapaziere. Und das vor allem, nachdem man... ja, etwas langsamere Wagen gefahren ist. Das ist ein bisschen ungünstig, was ich da mache. Und ja, da muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Aber es ist halt natürlich so eine Umstellung. Ja, als würdest du einen LMP-Wagen mal mit und mal ohne Elektromotor fahren. Wer das schon mal gemacht hat in einer Rennsimulation, der weiß, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Genauso der eine Fiesta, den wir am Anfang gefahren sind, und der hier. Aber wir kommen gut zurecht. Leute, das funktioniert schon wesentlich besser alles. Und ich würde mal sagen, als Ziel für die heutige Folge vielleicht P4, P3. Ach komm, P3. Sollten wir schaffen nochmal in der Meisterschaft. Okay. Konzentrier dich einfach auf ein gutes Rennen. Also in der Rallye. Alvarez wieder mit der Bestzeit. Kann er gern haben. 5, 4, 3, 2, 1, los. Rechts 4, über Kuppe. Durch Senke. Mittig halt, über Kuppe, 80, rechts 2, in links 4, über Wind, nicht schneiden, rechts 3. Das meine ich, da wollte ich links einfach 4. Zu viel wieder. Rechts 6, 80, rechts 2, in links 4, über Wind, nicht schneiden, rechts 3, links 4, rechts 6, 60, Kuppe senke, rechts 6. Sind wir gerade dreimal dieselbe Kurve gefahren? Durch Senke, mittig halt, über Kuppe. Nein! Rechts, sechs, oh, bitte links, nicht! Über Kuppe. Okay, hier nutze ich mal den Neustart. Ah, es ist so unfassbar ärgerlich. 5, 4, 3, 2, 1, los. Rechts 4, über Kuppe. Durch Senke, mittig halt, über Kuppe. 80, rechts 2, in links 4, über Wellen, nicht schneiden, rechts 3. Links 4, rechts 6, 80, rechts 2, in links 4, über Wellen, nicht schneiden, rechts 3, links 4, rechts 6, 60, Kuppe senke, rechts 6, rechts 4, über Kuppe, durch Senke, mittig halten, über Kuppe, 60, rechts 6, links 5, über Kuppe, rechts 6, Kuppe, in links 6, durch Senke. Oh, das darf doch nicht wahr sein. In links 6, durch Senke, links 4, über Kuppe, nicht schneiden, in links 6, durch Senke, 100, in links 6, durch Senke, links 4, über Kuppe, nicht schneiden, in links 6, durch Senke, 150, rechts 4, links 1, Welle, Senke. Rechts 5, über Welle. Links 5. Rechts 6, in links 6, durch Senke. Links 4, über Kuppe, nicht schneiden. In links 6, durch Senke. 150, über Welle. Sofort auf der Kehre rechts. Innenhalt. Rechts 6. Rechts 3. In links 2, durch Senke. In rechts halten, durch Senke. Links 4, über Kuppe. Rechts 5. In links 6, durch Senke, links 4, über Kuppe, nicht schneiden, in links 6, durch Senke, 150, Kuppe, sofort, rechts 2, in links 1, rechts halten, über Kuppe, in links 2 lang,
Achtung, Kupfer, sofort, rechts 1. Rechts 6. Links 4. Rechts 3. Links 6, über Kupfer, durch Tor. Rechts halten, über Kupfer. Links 3, nicht schneiden, rechts 4. In links 6, nicht schneiden, 80. Links 6, über Kupfer. Links 6, über Welle, rechts 3. Links 6, über Kupfer, 80. Rechts 6, links 5, über Kupfer. Rechts 6, Kupfer, in links 6, durch Senke, 80. Über Welle, sofort offene Kehre rechts, Innenhalt, rechts 6, 100. Alter Falter. Rechts 4, links 1, Welle, Senke, nicht schneiden. Rechts 5, über Welle. Nein, bitte nicht! Oh Gott. Links 5. Rechts 6, in links 6, durch Senke, links 4, über Kuppe, nicht schneiden, in links 6, durch Senke, 100, rechts 3, nicht schneiden, in links 2, durch Senke, in rechts halten, durch Senke, links 4, über Kuppe, nicht schneiden, rechts 5, rechts 2, links 3, rechts 4, in offene Kehre links, lang, durch Senke, in rechts 6, links halten, über Kuppe. Rechts 5, 100. Über Welle, sofort offene Kehre rechts, innen halten. Rechts 6. In links 6, durch Senke, links 4, über Kuppe, nicht schneiden. In links 6, durch Senke, 100. Links 1, Kuppe, nicht schneiden. In rechts 2 lang. In links halten, über Kuppe, in rechts 1, lang, macht auf, nicht schneiden. In links, 2, Kuppe, 150. Kuppe, sofort, rechts, 2. In links, 1, nicht schneiden. Rechts halten, über Kuppe. In links, 2 lang. Achtung, Kuppe, sofort, rechts, 1. Rechts, 5, durch Senke. Bis Ziel. Alles klar, langsam für den Marshall. Oh, Leute, ey. Ich weiß jetzt wieder nicht, was welcher Abstand hier ist, aber... Okay, fertig. Die Zeit und die aktuellen Platzierungen wurden aktualisiert. Das war auf jeden Fall nochmal ein gutes Comeback, glaube ich, nachdem wir den einen Fehler da gemacht hatten. Eventergebnisse, der 6. Platz... Alvarez ist hier auch ordentlich gut unterwegs gewesen. Harris richtig stark, ganz vorne. Aber wir sind halt auf der 6 im Moment. Harris vorbeigezogen an Alvarez, der hat ein paar Problemchen anscheinend. Und wir haben die Chance, mit der nächsten Etappe zumindest auf den 5. Platz nach vorne zu kommen. Ansonsten Platz 2 bis 4, die sind super eng beieinander. In der Wertung waren wir auf der 4 und jetzt kommt die längste Etappe, meine Güte. Ich muss sagen, das ist das einzige Spiel, das mich mehr stresst als Mario Kart im Moment, wenn ich Let's Playe. Sogar Formel 1 mit der KI, wo ich auch immer wieder meine Problemchen mit habe, wo die auch ein bisschen unvorhergesehen fahren. Selbst das ist im Moment entspannter, deutlich entspannter als Dirt 4. Heieieiei, vor allem die ungewohnte Steuerungsart, wie immer. Ja, aber gut. So, ich gönne mir nochmal ein Sekündchen Pause. 8,33 Kilometer. Vielleicht kann man sich derweil mal ein bisschen einprägen, wie die Strecke verläuft. Also grundsätzlich kommt eine Kurve, wo man richtig für bremsen muss. Ansonsten eigentlich kann man das meiste versuchen, so ein bisschen zu schneiden bzw. eng zu fahren. Im Mittelteil gibt es dann einige langsame Kurven. Und zum Ende hin, da geht es nochmal schön nach oben. Schöne Höhenunterschiede auch, die man hier sieht. Ansonsten ist das Wetter nicht so Wales-like, ne? Also das fühlt sich sehr ungewohnt an. Hier ist es immerhin bewölkt, aber auch nicht so stark, ne? Könnte auch der Grund sein, nee, Spaß beiseite, warum wir nicht so gut unterwegs sind. Nee, Bullshit. Gibt's keine Probleme auf der Strecke. Aber ist jetzt noch kein Kühler oder so kaputt gefahren, das ist immerhin eine ganz gute Nachricht. Harris. 5, 4, 3, 2, 1. Los, links 6, rechts 5, Kuppe, nicht schneiden, links 6, 130, links 5, links 3, über Kuppe,
Rechts 6, über Kuppe, 60. Rechts 6, 60, durch Senke. Links 3, mit Stein. Rechts halten, über Welle. Rechts 6, 60, durch Senke. Links 3. Rechts halten, über Welle, Spritzwasser. Rechts 5, über Kuppe. Links 3, nach nicht schneiden. Rechts 3, über Kuppe. Durch Senke, 60. Rechts 5, über Kuppe. Links 3, nach nicht schneiden. Rechts 3, über Kuppe. Durch Senke, 60. Links 6, durch Senke. Links 4, über Kuppe. Durch Senke. Links 6, mittig halten, über Kuppe. Links 6, über Kuppe. 2, über Kuppe. Nicht schneiden. Rechts 5, links 6. Bitte nicht zurücksetzen. Links 6, schön. Über Kuppe. 2, über Kuppe. Nicht schneiden. Rechts 5, links 6. Rechts halten, über Kuppe. Links 3, rechts 4. In links 6, 60. Links 6. Rechts 5, links 5, über Welle. Achtung, Kuppe, rechts 1, links 4, 100. Rechts 4, links 1, Welle, Senke. Rechts 5, über Welle. Links 5, rechts 6, 80. Rechts 4, links 1, Welle, Senke. Rechts 5, über Welle. Links 5. Rechts 6, rechts 2, links 3, rechts 4. In offene Kehre links, lang, durch Senke, nicht schneiden. In rechts 6, links halten, über Kuppe. Rechts 5, links 1, Kuppe, nicht schneiden. In rechts 2 lang. In links halten, über Kuppe. In rechts 1, lang, macht auf, nicht schneiden. In links 2, Kuppe, 60. Das klang ungesund. Links 1, Kuppe, nicht schneiden. In rechts 2 lang. In links halten, über Kuppe. In rechts 1, lang, macht auf, nicht schneiden. In links 2, Kuppe, 60. Komm schon, das läuft gut. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. In offene Kehre links, lang, durch Senke, nicht schneiden. In rechts 6, links halten, über Kuppe. Rechts 5. Links 5. Rechts 4, über Kuppe. Links halten, durch Senke. Rechts 2, nein. Okay, gut. Links 3, nicht schneiden. Links halten, über Kuppe. Rechts 6. In links 6, durch Senke. Rechts halten, über Welle. Rechts 5. Links 4. In 90 Grad links. Links 3. Rechts 5. 80. Über Welle. Sofort offene Kehre rechts. Innen halten. Rechts 6. Links 6. Rechts 5. Links 5. Über Welle. Achtung, Kuppe. Rechts 1. Links 4. 100. Also Harris hat die Etappe schon mal versaut, sehe ich links oben. Links 1. Welle. Senke. Rechts 5, über Welle. Links 5. Rechts 6. Links 6, Kuppe, Senke. Rechts 6, links 6. Rechts 5, Kuppe, nicht schneiden. Links 6. Links 6, über Kuppe. 2, über Kuppe, nicht schneiden. Rechts 5. Links 6. Nein! Rechts halten, über Kuppe. Oh, nicht links zurückgesetzt. 3, nicht schneiden. Rechts 4. In links 6, nicht schneiden, 60, rechts 6. In links 2 lang, macht auf, über Kreuzung, 60. Rechts 6. Links 4. Rechts 3. Links 6, über Kuppe, 80. Oh Mann, Kuppe, oh Senke, nein, bitte nicht. 6. Weg mit euch. Rechts 4, über Kuppe. Durch Senke. Mittig halten, über Kuppe, 60, 80 durch Senke. Mittig halten, über Sprung, 100. Links 6, Kuppe, Senke. Rechts 6, links 6, rechts 5, Kuppe. Links 6, 130, links 5, links 3, über Kuppe. Rechts 6, über Kuppe, 60. Rechts halten, über Kuppe. Links 3, rechts 4.
In links 6, 60. Links 6. Offene Kehre links. Innen halten. Nicht schneiden. 60 über Kuppe. Rechts 5 durch Senke. Bis Ziel. Langsam zum Marshall. Okay, bis zum Schluss nochmal verloren, aber insgesamt der zweite Platz in der Wertung. Ah, schade, wenn wir hier den Sieg geholt hätten in dieser Etappe. Tolle Fahrt, wir haben das Rennen in den Top 5 der Autoklasse abgeschlossen. Ja, dann hätten wir durchaus noch ein Sponsorenziel erfüllen können, aber es war okay. Insgesamt auf Platz 5 nach vorn gerückt und ich muss ehrlich zugeben, dass ich damit extrem zufrieden bin. Harris hat da sogar nochmal hier die Führung abgeben müssen und ich hatte zwischenzeitlich 16 Sekunden Vorsprung zu ihm und ja, am Ende waren es nur noch 3 Sekunden. Also ich habe da ordentlich federn lassen. Wenn man mal 16 Sekunden im Vergleich zu den 3 Sekunden, die wir am Ende, glaube ich, hatten, gegenrechnet, 13 Sekunden habe ich da nochmal verloren. Ja, dann sieht man, wir wären da durchaus dran gewesen, beziehungsweise der dritte Platz war auch möglich, aber hey, das war eine extrem große Aufgabe und am Ende habe ich doch ein paar Fehlerchen gemacht, aber ich bin echt zufrieden. Ich bin echt zufrieden, wir haben uns auf die 5 verbessert. Das war ja das große Ziel nach der dritten Etappe und das hat mega Spaß gemacht. Mega Nervenkitzel und ein ganz gutes Ergebnis. Man muss nicht immer gewinnen, manchmal muss es auch einfach nur Spaß machen. Ich habe das, glaube ich, auch schon beim Landrush-Event gesagt, aber es ist halt so. Es ist halt so, es muss Spaß machen. Oh, mangelhaft, gut, okay, ja, schade, 3 Sponsorenziele nicht erfüllt, wäre natürlich schön gewesen, wenn es geklappt hätte, aber trotzdem, 77.000 Credits verdient, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Rallye, boah, aber ich brauche jetzt auf jeden Fall mal eine Auszeit, beim ganzen Dirt 4 am Stück zocken, ist das so der Punkt, wo ich merke, okay, jetzt brauchst du mal wirklich eine Pause und dann setze ich mich an etwas Besonderes dran, nämlich Rallycross. Nein, nicht mit den Crosscards, sondern hier RX2 beim Puma Cup quasi und dort fahren wir mit unserem hauseigenen Fiesta. Ich glaube, es gibt sonst nur Fiestas, oder? Hier. Teamangebote. Ja. Ja gut, aber wenn wir schon unser eigenes Team haben, natürlich fahren wir dann für unser eigenes Team. Links unten sieht man auch den Teamanteil, den sie an der Kohle kriegen. Ja, also in unserem Fall haben wir dann 100%, beziehungsweise einige von uns kriegen ein bisschen Kohle, heißt 94% oder so. Und dann geht es in der nächsten Folge nach Loeac, Bretagne. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Nein, Französisch war nicht meine Stärke in der Schule. Montalegre. Ich glaube, das habe ich sogar mehr korrekt ausgesprochen als den französischen Namen, obwohl ich noch nie Portugiesisch gesprochen habe. Und Höljes in Schweden. Und ich bin auch kein Schwede. Ja, aber trotzdem. Nächstes Mal geht's dann weiter. Hier an der Stelle. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Wenn ihr Spaß hattet, könnt ihr mir wie immer gern ein Däumchen nach oben da lassen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge Dirt 4 wieder. Macht's gut!